Herzlich willkommen im X-Lab und heute wieder ein Video aus der Serie aus guten Bildern geile Bilder machen. Ich möchte ein Bild verbessern oder ihm einen eigenen Stil verpassen und wir experimentieren für dieses Bild wieder mit Luminar 2018 und schauen, was die Filter so alles hergeben. Beginnen wir mit diesem Bild, das an sich relativ langweilig ist. Das ist einfach ein Schnappschuss aus Wien. Eine Statue vor einem Strauch, also nichts, wo man sagen könnte jetzt so, boah, das ist ja ein geiles Bild. Deswegen möchte ich an dem Bild extrem viel rumbasteln und will ihm einen Look geben, wie vielleicht ein Bild aus dem Mitte des 19. Jahrhunderts zu Beginn der Fotografie, also eine schöne alte, verblichene Fotografie daraus machen. Beginnen wir. Mein Hauptthema ist heute, ich starte mal hier die Filter hinzufügen Leiste. Ich möchte zunächst einmal dem Bild eine Strukturebene überlagern. Ich will dem Bild also eine Struktur überlagern, die aussieht wie ein altes, verblichenes, vielleicht auch zerrissenes Foto. Und da gibt es einen Filter, den man hier sehr gut verwenden kann. Und den gibt es bei Professional, kurz davor, Texturüberlagerung. Ich kann also dem Bild eine Textur zuordnen, die dann in das Bild eingerechnet wird. Man braucht natürlich solche Texturen hier im Programm, sind keine vorhanden. Ich klicke hier auf das Feld Textur laden. Und ich habe hier schon mal Texturen vorbereitet. Sie finden solche Texturen auch in Bilddatenbanken, wo man zum Teil auch kostenlos solche Texturen runterladen und frei verwenden kann. Und ich habe hier mal ein Papier, eine Papierstruktur, die ich jetzt einfach diesem Bild überlagere. Und wir sehen, die passt hier nicht so ganz rein. Am Rand fehlt noch was, also zoomen wir die mal ein bisschen rein. Wir können also die Größe hier zoomen und man kann die Stärke der Texturüberlagerung auch einstellen. Man sieht aber auch sehr schön, wenn ich jetzt einfach nur die Stärke der Struktur hier erhöhe, dann ist das nicht so, als ob das Bild wirklich auf diesem Papier drauf wäre, sondern es sieht aus, als wäre ein teiltransparentes Papierbild über dem Original und das ist es ja in Wirklichkeit auch. Das heißt, wir müssen hier schon ein bisschen was ändern. Zu diesem Zweck gibt es hier die Möglichkeit, diese Texturen zu blenden. Zu blenden bedeutet, ich kann die Texturen mit dem Bild verrechnen, sodass diese besser ineinander verschmelzen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, die man auch ausprobieren kann. Das beginnt hier bei Blenden und hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich möchte jetzt nicht so ganz genau darauf eingehen, was bedeutet das alles, aber weiches Licht und hartes Licht zum Beispiel sind Möglichkeiten, wie man mit Kontrasterhöhung solche Strukturen miteinander verbinden kann. Ich probiere es aber mal mit Multiplizieren, dann werden die beiden Strukturen ineinander multipliziert. Multiplizieren bedeutet ja, dass die dunklen Bereiche dominant sind, das heißt, Schwarz wird im Bild deutlicher zu sehen sein und Weiß wird zurücktreten. Und das machen wir jetzt mal. Wir gehen auf Blenden, Multiplizieren. So, und jetzt sehen wir schon, wie sich die beiden Ebenen miteinander verbunden haben. Ich probiere das jetzt nochmal mit einem anderen Modus aus. Hier ist es am besten, dass Sie einfach mal so ein paar verschiedene Modi einfach ausprobieren und dann sehen, weiches Licht ist hier zu hell. Ineinander kopieren. Ich denke, Multiplizieren ist der Blendmodus, der die Bilder am besten miteinander verschmilzt, weil eben wirklich hauptsächlich die schwarzen Bereiche und ein wenig die Farbe der Textur übernommen wird und der Rest mehr oder weniger original bleibt. Dann möchte ich, wie das bei alten Bildern oft der Fall ist, ein bisschen eine Vignettierung einfügen. Das heißt, eine Vignettierung ist eine Abdunklung der Kanten des Bildes. Auch das gibt es hier schon fertig als Filter. Vignettierung. Ich klappe den Filter hier oben wieder ein. Die Texturüberlagerung haben wir erledigt. Und bei der Vignettierung kann ich jetzt entweder abdunkeln oder aufhellen. Und ich entscheide mich natürlich für abdunkeln. Und hier kann ich die Größe der Vignettierung einstellen, aber ich mache das nicht ganz so stark. So, jetzt haben wir natürlich noch keinen 19. Jahrhundert-Look. Jetzt brauchen wir noch eine Entsättigung und eine Sepia-Tonung. Dazu brauchen wir den Fotofilter. Ein Fotofilter ist sowas wie eine farbige Folie, die man vor die Kamera hält. Und da kann ich dann die Farbe beliebig einstellen, kann mir also da einen Sepiaton sehr schön erzeugen. Ich gehe hier auf volle Kanne, also auf 100%, weil ich will nur eine einzige Farbe haben.
und die Sättigung fahren wir zurück. Und jetzt müssen wir einfach nur gucken, bis wir auf, ah, hier haben wir es schon. Also das ist ein sehr schöner Sepiaton. Ich mag diese Sepiatöne sehr gern. Wenn es zu gelb oder grünlich wird, ist es nicht mehr schön. Und auch wenn die Sättigung zu hoch ist, dann wirkt es einfach nur wie ein Effekt. Also zurückgehen und hier so einen schönen, echten, alten Sepia-Look erzeugen. Vielleicht ist mir das Ganze hier im Himmel und in den Figuren noch zu hell. Da kann ich dann noch mit der Belichtung arbeiten und kann sagen, okay, insgesamt das Ganze noch ein bisschen dunkler, weil alte Bilder sind nicht immer so hell, weil sie auch ein bisschen verschmutzt sind oder weil Chemierückstände im Bild wieder rauskommen. Also so das Ganze ein bisschen schmutzig dunkel. Und dann sind wir schon recht nah an unserem Ergebnis. Ich möchte das Bild jetzt auch noch beschneiden. Man kann hier auch tatsächlich mit den Werkzeugen sehr schön freistellen. Und wenn wir hier freistellen, dann sehen wir das Freistelltool, mit dem kann ich also beliebig hier meinen Bildausschnitt wählen. Ich möchte aber, bevor ich das mache, die Linien des goldenen Schnittes haben. Das hier sind ja Hilfslinien und wir sehen hier die Drittelregel, also das Bild ist hier in drei Segmente in der Breite und in der Höhe eingeteilt. Für meiner Meinung nach ist für die Gestaltung aber der goldene Schnitt schöner. Und den kann ich hier oben anwählen mit Klick auf dieses zweite Feld. Und dieser goldene Schnitt, da sind die Linien in der Mitte etwas weiter zusammen. Wen das genauer interessiert, der kann sich ja da mal auch in meinen Tutorials kundig machen. Und ich möchte jetzt eine wichtige Bildlinie, das ist hier diese Linie mit dem die Oberkante des Strauches, möchte ich in den goldenen Schnitt setzen. Oben schneiden wir es auch noch ein bisschen. So, wichtige Bildlinien. Jetzt haben wir hier die Kante von dem Sockel und die Kante des Strauches und dann machen wir das Bild ein bisschen schmaler, dass es besser aussieht, sodass die Figur exakt in der Bildmitte sich befindet, also eine gewisse Symmetrie und ich bestätige das und wir haben jetzt das Bild im goldenen Schnitt und sehr schön freigestellt. Jetzt könnte man schon zufrieden sein und sagen, oh, sieht doch gut aus, ja, ich gehe nochmal vorher, nachher, vorher, nachher, das ist doch schon mal richtig cool. Aber es ist noch tatsächlich nicht so, wie ein altes Bild aus dem 19. Jahrhundert heute aussehen würde. Warum? In den meisten Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen, blassen auch die Schwärzen aus. Das heißt, wir hätten bei solch einem Bild, vor allen Dingen, wenn es so zerrissen ist, wie hier das Papier, nicht so tiefe Schwärzen. Und die möchte ich jetzt noch ein bisschen auf alt trimmen. Und dazu nehmen wir eine Gradationskurve. Das ist jetzt für die unter Ihnen, die jetzt noch nicht so in der Bildbearbeitung beheimatet sind, vielleicht ein bisschen kompliziert. Gradationskurven sind gewöhnungsbedürftig, sind aber dann mit die flexibelsten Tools zur Farb- und Tonwertkorrektur in Bildern. So, wo haben wir die? Ich glaube ganz unten. Hier bei Professional Kurven. So, hier sehen wir jetzt die Gradationskurve. Ich erkläre es ganz kurz. Ausführlich würde den Rahmen von diesem Video sprengen. Wir sehen hier links die Schwarztöne, rechts die Weißtöne, dazwischen die verschiedenen Graustufen in der Helligkeit. Und ich kann jetzt mit der Kurve das Bild dunkler und heller ziehen und kann die dunklen Töne verändern, ich kann die hellen Töne verändern und so weiter und so fort. Was ich jetzt aber machen möchte, ist nicht die mittleren Töne, das was ich jetzt gerade hier mache, die mittleren Töne heller oder dunkler zu machen, sondern ich möchte die Schwarztöne in Grautöne verwandeln, also das Bild insgesamt kontrastärmer machen, so wie das auf einem Papierbild aus dem 19. Jahrhundert aussehen würde. Und dazu ziehe ich links einfach die Kurve nach oben, dann werden die Schwarztöne ausgegraut sozusagen. Das Bild verblasst, das verbleicht und verblasst. Das übertreiben wir natürlich nicht, aber so ein ganz bisschen ziehe ich die Schwarztöne hoch und jetzt haben wir hier so ein Verblassen der Tiefen. Und das ist genau das, was passiert, wenn ein Bild alt wird. Und das könnte ich jetzt mit den Lichtern auch machen, aber hier ist der Effekt nicht so schön, deswegen lasse ich das mal hier. Und jetzt kann ich noch in den Mitteltönen noch ein bisschen die Helligkeit korrigieren, so wie ich das möchte. Und jetzt sehe ich, dass durch meine Bearbeitung vielleicht der Sepiaton noch ein bisschen zu schwach ist. Deswegen kann ich hier ein bisschen die Sättigung noch hochfahren. So, na, das ist schon zu viel. So, in dem Stil ungefähr. Ja, das waren wieder einige Filter kombiniert, aber man sieht, es geht recht schnell. Und wenn man sich mal hier zurechtgefunden hat in dieser langen Liste von kreativen und professionellen Filtern, kommt man da eigentlich ganz schnell mit klar. Wenn Ihnen das Programm gefällt, dann können Sie Luminar 2018 kostenlos testen, für eine begrenzte Zeit natürlich. Den Link habe ich unter diesem Video angegeben.
Sie können auch, wenn Sie das Programm kaufen möchten, sehr gerne mit dem Rabattcode Schestag, das steht auch nochmal unter dem Video, das Programm günstiger bekommen. Sie bekommen da einen speziellen Rabatt. Und gleichzeitig unterstützen Sie natürlich auch diesen Kanal, was mich sehr freuen würde. Vielen Dank fürs Zuschauen aus dem X-Lab, Rüdiger Schestag.